Hey, liebe Freunde, ich begrüße euch zu einer neuen Folge, oder zu Folge 90 sogar, von Wir spielen Minecraft. Und hier ist wieder der Vorbulle am Werk. Ich komme gerade von draußen, von unserer Baumschule, habe da gerade noch ein bisschen Holz geholt. Werde es auch mal schlafen gehen, nachdem ich... Ach, das kann ich eigentlich direkt erledigen. Brauche ich nicht... falsche Etage. Bin ich doch zu weit? Also das ist ja vielleicht ein Ding hier. Okay, mal eben schlafen. Eigentlich hatte ich heute vor, zurück mal zur Station 74 zu reisen. Das ist mal wieder an der Zeit, dass wir da ein bisschen weitermachen. Aber mir fällt ein, dass ich hier noch unheimlich viel zu tun habe und euch auch noch viele Sachen zeigen möchte, die ich in der Zwischenzeit wieder ein bisschen vorangebracht habe. Und zwar hauptsächlich unten natürlich in unserem unterirdischen Dschungel der Amy Winehouse Höhle. Ich würde auch sagen, bevor ich da mich auf den Weg mache, möchte ich mal eben noch ein paar Öfen anbauen. Ich muss Schönstein herstellen. Ich würde jetzt mal ein bisschen hier so ein bisschen die Sache etwas beschleunigen. Habe ich denn genug? Nein, ich hole mal eben... Also natürlich habe ich völlig genug Koppelstein, das ist ganz klar. Also damit kann ich also wirklich Leute wirklich steinigen, also ganze Fußballstadien kann ich praktisch steinigen mit meinem Koppelstein, was ich natürlich nicht tun werde. Ne? Ich bin ja ein friedlicher Mensch. Ich stehe jetzt so gar nicht auf Steinigen. Ja. Zwei Öfen sollten mir jetzt erstmal genügen. Die baue ich direkt mal hier ein. Da ist ja noch Platz genug. Ja, wunderbar. Dann brauche ich noch ein bisschen Kohle. Wie viel nehme ich denn? So ein 64er Stack? Ja. Überall gleich viel rein. Es ist interessant, dass die älteren Öfen auch schon ihre Kohle verbrannt haben. Achso, und da brauche ich natürlich auch noch ein paar Stacks. Vier an der Zahl Koppelstein. Zack. So, und während das dann gleich... Ach, das geht leider nicht mit der Shift-Taste. Da kann ich mich auch nicht dran gewöhnen. Ich hoffe mal... Das wird irgendwie bei Zeiten mal verbessert. So, das, während das jetzt hier brutschelt, stelle ich mir noch eben ein paar Holztreppen her. Denn natürlich, wenn ich jetzt... ich habe voll den Überblick gerade, ne? Also wenn ich jetzt mich aufmache zur Amy Winehouse Höhle rüber, dann kann ich auch doch gleichzeitig auch mal dort in der Umgebung noch ein paar Sachen erledigen, die mir immer wieder auffallen und die man ja halt irgendwann auch mal... erledigen müsste. Ja, aber ich denke, das reicht jetzt erstmal an. Dann nehmen wir einfach mal mit. Dann brauche ich noch ein bisschen Kies. Wer braucht das nicht? Ach, nehmen wir einfach zwei Stacks mit. Was wir dann zu viel haben, können wir auch einfach wegkippen. Wir laufen auch zu Fuß. Nicht mit dem Zug diesmal. Oh, oh, die Zombies, die kommen wirklich bis hier oben hin. In der Nacht, na. Na, ihr könnt euch schon denken, wenn ich so viel Kies einstecke und Holzstufen und sowas, ne, dann habe ich bestimmt doch irgendwas Wegebaumäßiges vor. Und tatsächlich, so ist es auch, ne? Ihr habt gewonnen. Ach, das muss ich auch nochmal machen hier. Das ist ja wirklich noch ein Schandfleck in unserer Gegend. Vorsichtig hier, das ist, sollte man alles noch ein bisschen großzügiger gestalten. Hier den Weg zur Goldei-Höhle möchte ich doch gerne mal noch ein bisschen verfeinern. Ich bin jetzt sehr vorsichtig hier noch, es ist noch sehr früh eigentlich am Tag. Ich habe mich vor der Aufnahme auch davon vergewissert, versichert habe ich mich, dass ich auch auf hart bin wieder. Also ich bin wieder ganz hart heute, ne? Harter Spielmodus. So. Ich habe vergessen, dass ich ab und zu mal, ne? Dann mache ich zwischendurch irgendwas, wo ich mal auf Peaceful gehe, um mir was weiß ich, ein Seed anzugucken oder so in Ruhe, ne? Und dann vergesse ich das und dann haben wir den Salat, ne? Und alle halten mich wieder für den absoluten Loser. So, pass auf. Das war jetzt hier nicht so taktisch klug. Wie mache ich denn das? Ich glaube... Ah, ja.
So mache ich das. Und wir sind auch schon fast da an der Goldeihöhle. Das ist das Schöne dabei. Ist jetzt also keine Riesenaktion. Also was mag ich jetzt nicht da? Da habe ich immer gerne, dass ich das auch noch ein bisschen begrenze mit mal ab und zu so ein kleiner Sicherheitsschwenk. Zack. So finde ich das besser. Und natürlich noch ein paar Kerzen hinstellen. So vielleicht. Und hier vielleicht noch eine so davor. Ja. So, und wenn ich jetzt noch bis zu diesem Plateau mich durchgrabe, dann ist das eigentlich auch erledigt. Und ihr werdet gleich auch staunen, was ich in der Amy Winehouse Höhle schon erledigt habe. Das ist, da hat sich doch ein bisschen was getan. Es sieht jetzt langsam tatsächlich nach einem Dschungel aus. So, das reicht mir jetzt hier mit Weg auch erstmal. Ja, das werdet ihr jetzt sehen. Ja, dann rennen wir mal runter. Wir sind hier eigentlich in der Schaf. Das nehmen wir das mal mit. Hatte doch eine Schere eben noch hier, ja. Wo ist es denn? Hallo, nicht weglaufen. Nicht weglaufen. Ich krieg dich ja doch. Na du Kuh. Ja. Ach stimmt, ich bastel ja gerade an meinem Texturenpaket. Alle, die jetzt neu dabei sind, das noch nicht wissen, guckt auf minenarbeit.de. Das ist meine Homepage. Da findet ihr alles. Zum Beispiel unter /tp zum Texture-Pack. Das eins der beliebtesten Vanilla-Packs inzwischen ist für Minecraft. Bin mal gerade dabei, das neu zu machen. Hab aber immer noch nicht mich an den Matrosenanzug gewagt. Ne? Schon vor ewigen Zeiten wollte ich einen Matrosenanzug erstellen. So aus Jux und Dollerei. Ne? Hab das bisher immer noch. Ich habe das mal, glaube ich, angefangen damals und dann das Projekt aus den Augen verloren. So, jetzt habe ich aber genug mit den Schafen. Das hält mich jetzt nicht mehr weiter. Wir laufen mal eben schnell runter und gucken uns das an. Welchen Weg gehen wir denn? Gehen wir die Stufen runter oder gehen wir den... Ich glaube, ich gehe mal den altmodischen Weg. Mal sehen, was uns heute wieder hier angrunzt und anrülpst. Das ist ja nun regelmäßig so der Fall hier. Sind wir fast da. Ich halte mich aber nicht lange auf hier. Ich will euch das eigentlich nur zeigen und jetzt hier nichts machen. Waren wir jetzt in den letzten Folgen recht viel und jetzt ist mal wieder gut, können wir mal wieder was anderes machen. Ja, der Rasen hat sich jetzt schon, ja, bis auf ein paar Felder sehr schön ausgeweitet. Ich habe diesen Lavasee mal neu gemacht. Das ist jetzt natürlich noch nicht so schön. Eigentlich mag ich Lava immer, wenn das so brodelt, ne? Und nicht so ganz starr da so liegt. Aber dass da jetzt so eine komische Kuhle drin ist, das finde ich, sieht dann doch ein bisschen komisch aus. Da werde ich nochmal irgendwie nochmal ran müssen. Dann habe ich aus Schönstein so eine kleine Begrenzung gebaut. Hier ist unser Brunnen. Da möchte ich eigentlich gerne noch ringsherum irgendwie eine Treppe bauen und noch einen kleinen irgendwas so, wo man dann da hochgehen kann, bequem. Ja, und dann seht ihr schon, hier hat sich doch jetzt einiges getan. Das ist doch jetzt schon wirklich ein bisschen dschungelartiger, ein bisschen begrünter. Und seht euch auch mal bitte die Decke an. Das war auch nochmal viel Arbeit, sehr viel, ja, langweilige Arbeit. So, das wollte ich euch doch da nicht ganz so zumuten, da 5 Folgen oder was weiß ich, an so einem Geschnörkels da, an so einem Gehacke zu filmen. Gut, und dann werden wir mal sehen, was ich noch da hinten, ja, die Baumstämme sind jetzt überall so ein bisschen, ne, diese Wurzeln. Natürlich ist auch das hier alles ein Projekt, was man im Laufe der Zeit immer noch verändern wird. So, und dann seht ihr diesen Raum hier. Um diesen Raum habe ich etwas Spezielles vor. Ja, ihr erinnert euch, ich hatte noch da hinten ganz viel Obsidian. Rein zufällig gewonnen. Das habe ich jetzt auch mal weggemacht, das ist klar. Ne? War auch extrem langweilig, muss ich eingestehen.
wollte ich euch auch ersparen, ehrlich gesagt. Und ja, das wäre doch der ideale Raum hier mal, um ein Nethergate zu machen. Auch mal wirklich auch mal in die Hölle zu reisen. Wie gesagt, ja, stimmt. Eigentlich können wir das jetzt schon machen, weil ich ursprünglich ja auf Beta 1.8 warten wollte. Hier nochmal Erinnerung daran, dass ich jetzt nicht weiß, wann diese Folge erscheint. Vielleicht ist Beta 1.8 dann schon draußen, aber ich gehe mal davon aus, dass ihr das irgendwie so begreift, ne? Das ist hier noch Beta 1.7 und soweit ich jetzt weiß, wird in 1.8 noch kein neuer Inhalt fürs Nether reinkommen. Eigentlich kann ich das ziemlich definitiv sagen. Das hat der Notch nämlich gerade erst erzählt auf so einem Livestream von der Messe da in Seattle. Und es wird da noch kein neuer Inhalt im Nether geben. Und deswegen kann man da eigentlich jetzt auch schon mal ja dann demnächst mal hinreisen. Ne? Das machen wir aber nicht heute. Und ich würde sagen, das ist jetzt auch okay. Wir rennen jetzt einfach mal diesen Weg wieder zurück. Ich überlege kurz. Ja, dann würde ich sagen, machen wir noch eine Kleinigkeit. Nein, hier sollte ich jetzt nicht langlaufen, dann komme ich ja einfach wieder zurück. Über den Bahnhof, der kann uns jetzt auch gestohlen bleiben. Denn da steht gar keine Karre für uns. Ich habe auch keine dabei. Das wäre noch was, da vielleicht einen Dispenser hinzustellen, ne, mit irgendwelchen Karren. Aber ich will die auch nicht verschwenden, irgendwie. Oh. Holla. Gut, aber ich möchte eh nach Hause. Ich wollte nur diesen Weg zur Goldei-Höhle noch ein bisschen verfeinern. Da ist ein Zombie drin. Um Gottes Willen. Gut, dann haben wir jetzt auch mal endlich den Filmbeweis, ne, dass hier alles noch nicht so hundertprozentig sicher ist. Was wir ja, das wisst, mir auch relativ schnurz ist, da ich so hundertprozentige Sicherheit totlangweilig finde und kein Bock habe, mich hier so einzusperren. Was gibt es Schöneres als diese lustigen kleinen Überraschungen? Ich gehe doch mal schlafen. Und dann möchte ich mich kurz noch nicht um die Station 74, sondern um den oberen Rundgang ein wenig kümmern. Wollte ich euch einfach auch mal zeigen, was ich da vorhab. Den unterirdischen Dschungel, mit eurer Erlaubnis nehme ich dieses Schild jetzt ab, weil der doch sehr in Gange gekommen ist und wie ich eben sagte, man den immer noch ausbauen wird, aber als Projekt, was man so jetzt so richtig mal anleiern muss, ist das, glaube ich, jetzt erledigt. Wir gehen ja immer wieder dahin zurück, weil es da eben auch einfach schön ist. Heute schlafe ich mal einfach in einem ganz anderen Bett. In diesem da vorne habe ich noch nie geschlafen. Ja, das klappt auch gut. Ja, gar kein Problem. Ich gucke nach dem Schönstein, den ich unten gebraten habe. Und brauche auch noch ein paar Fackeln, sehe ich gerade. Kaum noch Fackeln da. Habe ich denn auch noch... Ja, ich mal kurz das ganze überflüssige Zeug hier wegschmeißen. Dieses ganze Kies-Schotter-Gedöne brauche ich jetzt auch nicht mehr. Verstopft uns nur alles. Ein bisschen richtiges Holz haben wir auch noch oben. Notfalls können wir uns welches fällen. Aber auf jeden Fall, ja, wie gesagt, der Schönstein. Ach, guck mal, es ist sogar noch fertig hier. Oh, das geht aber schnell, ne? Das ist, obwohl wir waren ja doch ein bisschen, ein paar Minuten unterwegs, also... Ja, komm, dann werde ich aber auch direkt wieder was nachlegen. Damit ich jetzt auch mal langsam so das Gefühl einfach bekomme, ganz viel Schönstein zu haben und dann nicht immer nur in Koppelstein baue. Habe ich da jetzt gerade Schönstein wieder oben reingelegt? Ja klar, also was mache ich denn hier? Ja. Das war jetzt irgendwie die Macht der Gewohnheit, weil ich gerade von Koppelstein erzählte. Dann habe ich dann auch irgendwie, was weiß ich, falschen genommen, keine Ahnung. So, in meinem Alter kommt das ja schon mal vor. Dann wollen wir mal gucken. Ganz nach... Ja gut, das ist ein bisschen viel, aber ist mir jetzt auch egal. Wird schon gut gehen.
Da brauchen wir ganz oben in die Präsentationsdingens-Ecke laufen. Eigentlich sollten hier Herzchen sein, aber ich bin nicht auf dem Extra-Pack, ne? So, ihr seht auch die Holztextur, habe ich einfach mal umgedreht, ne? Da ist die Maserung, die verläuft jetzt anders. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig erst, aber nach ein paar Minuten finde ich das doch auch irgendwie ganz interessant, ne? Okay, der obere Grundgang. Ich mache nur eben kurz einen Check, ob hier irgendwas rumeiert, was hier nicht rumeiern soll. Ist alles okay? Ist alles okay? Ja, sonst haben wir Pech gehabt. Das ist der besagte obere Rundgang. Der soll hier losgehen und hier so um den Berg gehen. Und ich mache Folgendes. Ja, und zwar möchte ich jetzt den nicht einfach nur so ranklatschen. So mit Schönstein, ne? Sondern ich möchte da immer noch so Holzbalken drunter bauen, die das so dann, naja, wenigstens optisch ein wenig stützen. Ja, zum Beispiel so. Auch vielleicht so ruhig so, dass das dann einmal überlappt. Obwohl ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das von unten aussieht, aber ist jetzt auch egal. So jedenfalls mache ich erstmal hier weiter. Oh ja, das ist doch ganz geschmeidig irgendwie. Ja, jetzt hier mal so langsam um die Ecke. Vielleicht könnte dann hier ein Holzträger hin. Jetzt wird es natürlich etwas kritisch, aber das kriege ich schon hin. Ich bin ja jetzt auch nicht von gestern, ne? So, dass das dann hier auch drei breit ist. Ach, guck mal hier. So geht das schon. So kann man schon gut Strecke machen. Da muss aber noch was hin. Und dann wird es auch langsam so, wie ich gemeint habe, dass man sich vielleicht nochmal was fällen muss. Ja, so ist das schön breit genug. Na, vielleicht können wir dann hier nochmal in diesem, nach diesem Prinzip, solche Zaunstangen in diese Ecken stellen. Nur mal so, also runterfallen werden wir das schon nicht, wenn man da so lang läuft. Also, es sei denn, man hat wirklich einen Kahn. Ne? So, richtig doll. Oder man wird geschubst von irgendwas. Das kann natürlich auch sein, ne? Oh. Ah, wird schon schief gehen. Zeig mal noch einen dran, ne? Hier vielleicht nochmal so ein Holzbalken hin. So. Ja, muss ich gleich nochmal aufs Fällen. Zwei hier noch ran. Ah, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Hier könnte, glaube ich, noch einer hinpassen. So. Ich habe auch nicht die geringste Idee, wo wir da auskommen. So, ja. Ja, seht ihr mal, wie der Schönstein drauf geht, ne? Das ist ja wirklich. Wenn man so diagonal bauen muss, daher kommt das nämlich. Wow. Eigentlich müsste ich natürlich erstmal in Lehm bauen, um das so ein bisschen vorzuzeichnen. Aber ich wage es jetzt einfach mal, ne? Ich will jetzt einfach mal auch ein bisschen verschwenderisch sein. Der kommt jetzt mal weg, der Block. Der auch. Ja. Ich finde, hier kann man sehr bequem langlaufen. Seht ihr, hier ist ja auch nur zwei breit und dann wird das hier sogar noch ein bisschen kolossaler. Das ist ein richtiger Pass, eine richtige Passstraße. Aber ich brauche noch ein bisschen Holz für diese Balken. Und das hier, dass das so tief runterhängt, das stört mich gerade. Sehr schön. Wozu haben wir hier direkt um die Ecke eine wunderbare Baumschule? Und das normale Holz, das wächst ja auch unglaublich schnell. Die hole ich mir mal hier schnell runter. Ups.
Na. Ja, eigentlich sollte ich vielleicht das Laub auch mal wieder anfangen, dann mitzunehmen. Ich habe nämlich nicht mehr so viel wegen der Amy Winehouse-Höhle, ne? Machen wir es einfach mal. So. Da habe ich mich immer noch nicht so richtig dran gewöhnt. Da muss ich immer so richtig drüber nachdenken. Was sagt denn der Sonnenstand? Es wird langsam Abend. Das kriegen wir noch gemütlich hin. Ja. Das sollte kein Problem sein. Ich würde auch sagen, dass ich dann in der nächsten Folge hier noch das weitermache, aber ich bin jetzt auch ein bisschen neugierig, wo ich denn jetzt so geländemäßig da am anderen Ende rauskomme und was man da vielleicht nochmal für eine Idee bekommt. Wobei, das ist jetzt natürlich Quatsch, weil wir ja Beta 1.8 jetzt demnächst haben oder schon haben gerade. Und ich möchte jetzt eigentlich gar nicht so viele neue Ideen hier entwickeln und neue Projekte gar anfangen. Denn wer weiß, wie sich das Spiel dann so entwickelt, was wir dann so weitermachen. Das werden wir dann sehen. Mal überlegen. Nö. Mal lustig, locker, leicht irgendwie so laufen lassen. Ich versuch's nochmal. Lustig, luftig, locker, leicht. So. Lustig, luftig, locker, leicht. Da gibt's auch eine Folge, die heißt so. Nur verhaspel ich mich da halt manchmal. Ihr könnt das ja gerne mal selber versuchen, mir nachzusprechen. Ne? Lustig, luftig, locker, leicht. Ne? Und bitte noch einmal lustig, luftig, locker, leicht. Zack. So, und auch nicht vergessen, direkt mal wieder Bäume einzupflanzen. Wie, nur 4 Saiblinge? Das kann aber nicht sein. Nein, ich habe da viel mehr hier runtergeholt. Ah nee, Quatsch, ich habe ja auch so viel Laub gehackt, deswegen. Reicht das denn jetzt überhaupt? Komm, ich brauche nur einen, ne? Da. Ja. Fein. So, jetzt kann ich mich auch wieder da dem Weg widmen. Oh. Vierundzwanzig ist nicht viel, aber wenig. Na gut. Ja, nichtsdestotrotz. Wo war denn das jetzt hier? War denn da nochmal eine Stütze irgendwie zu sehen? Machen wir die nochmal hier hin, ne? So, Pi mal Auge, ne? Vielleicht noch einen dran. So. Okay, und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir hier weiter. Und ja, ist auch klar, ne? Weil in der nächsten Folge macht man logischerweise dann auch weiter. Ne? Sonst würde man ja keine nächste Folge machen. Alles klar. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß mit Minecraft und mit meinen Videos. Lasst mir vielleicht mal einen Daumen da. Ah, jetzt kriege ich wieder Ärger, ne? Das meiste natürlich extra, ein bisschen betteln. Ne? Es wird Nacht. Ah, den Anblick, den möchte ich natürlich immer gerne mit euch teilen. Ja, schauen wir über unser Land. Wunderschön. Na gut, das war's. Ne? Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.